zusammen, ich bin Julia, im Internet meistens zu finden als Doodle-Jule und ich bin öfter mal bei Orkenspalter TV als Gast und habe meinen eigenen Zeichen- und Mal-Livestream. Ich bin vor allem aber auch eine große Comic-Liebhaberin und freue mich deswegen dieses Jahr beim Gratis-Comic-Tag euch ein paar Fantasy-Hefte vorstellen zu dürfen. Los geht's mit Luba Wolfschwanz. Das ist noch eine relativ neue Comic-Reihe aus dem Weißblech Verlag. Den kennt ihr vielleicht von so langjährigen Reihen wie Horrorschocker oder auch Captain Berlin. Und unter anderem gibt es dort die Reihe Welten des Schreckens. In den Abenteuern der Urzeit-Amazone Kala kamen zum ersten Mal die Luba-Abenteuer als Beiwerk hinzu, aber bald schon hat sie ihre eigene Reihe bekommen und diesen Februar 2022 erscheint schon Heft Nummer 4. In ihren Abenteuern stürzelt sich Luba durch korrupte Söldnerarmeen und finstere Fantasywesen und lässt dabei keine Gnade walten. Doch Moment, werfen wir zuerst einen Blick zurück. Wir befinden uns in einer Fantasywelt, die dem römischen Imperium nachempfunden ist. Der von spätrömischer Dekadenz triefende Gouverneur Crasso schlachtet den Stamm der Wolfschwänze in der siborianischen Tundra ab. Die einzige Überlebende, Luba, ein vollbusiges Barbarenweib und wilde Kämpferin, die dich mit ihren Wangenknochen allein wahrscheinlich verprügeln könnte. Crasso schleift Luba in die Gladiatorenarena, doch sie lässt sich natürlich nicht so leicht versklaven. Sie kämpft sich frei und schnappt sich die Liste der Soldaten, die alle an der Zerstörung ihres Dorfes beteiligt waren. Mitnimmt sie auch noch die Sklavin Gelata, die nämlich lesen kann und dann die Liste für sie abhaken darf, als sie auf ihren blutigen Rachefeldzug geht. Die kurzweiligen Geschichten bieten allerlei fantastische und gruselige Kreaturen, ganz viel Witz und unbekümmerte barbarische Nacktheit und natürlich an jedem Ende einen spannenden Twist. Der Zeichenstil von Schöpfer Eckhard Breitschuh ist markant und schamlos bunt und brutal. Der kräftige und kantige Stil passt dabei perfekt zu Lubas Metzelorgien. Im Gratis-Comic-Tag-Heft dieses Jahr findet ihr zwei abgeschlossene Abenteuer von Luba und ihrem Sidekick Gelata und könnt damit mal so richtig in die Reihe reinschnuppern. Wenn ihr Fans von so Low-Fantasy-Geschichten wie Conan der Barbar seid, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Mehr Informationen zum Gratis-Comic-Tag und allen Heften findet ihr auf gratiscomictag.de oder ihr geht am 14. Mai einfach in euren Lieblingscomicladen und schnuppert mal in ein paar Comicreihen rein, die ihr vielleicht noch nicht kennt. In meinem nächsten Gratis-Comic-Tag-Video geht es um eine etwas vertrautere Welt, nämlich um Fantasy Entenhausen. Bis dahin, wenn ihr euch für digitales Malen interessiert, dann schaut doch mal donnerstags abends in meinem Livestream vorbei. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!